Willkommen an der Adriatischen Küste. Im Champions Cup Turnier 2015 in Giulianova wartete in Gruppenspiel Nummer 1 gleich der vermeintlich dickste Brocken mit dem Titelverteidiger Galatasaray Istanbul auf den RSV Landil. Die Türken gingen mit ihrer langen Garde an den Start und kamen anfangs schnell unter den Korb und durch Rodney Hawkins auch zu punkten. Der Größenunterschied ließ nichts Gutes hoffen, besonders da beim deutschen Meister aus Wetzlar die vermeintlich Kleinen auf dem Parkett rollten. Und bei denen dauerte es auch noch ein paar Minuten, bis sich die Nervosität legte und die Trefferquote langsam stieg. Hier trifft Böhme nach Pass von Steve Cirio. Nach 4 Minuten gingen die Lahnstädter erstmals mit 4:3 in Führung. Und so langsam kam man ins Rollen. Den langen Kerls vom Bosporus waren die quirligen Mannen von der Lahn oft einfach zu schnell. Hier rast Thomas Böhme in die Zone, bedient vom Cirio und erzielt das 11:13 aus Wetzlarer Sicht. Auf der anderen Seite stand die Deckung des RSV immer besser und die Wetzlarer Zone wurde immer mehr zur Tabuzone für die Türken, die wir hier oft keine guten Antworten auf diese Situationen fanden. Dem schnellen Passspiel in der Wetzlarer Offensive können die Türken oft nur zuschauen oder es durch Fouls unterbinden. Dirk Köhler bleibt aber auch in seinem 500. Spiel von der Freiwurflinie cool. Eine famose Vorstellung des RSV-Urgesteins. Und Dirk Köhler legt gleich nach, sehr zum Unmut von Istanbuls Trainer. Und es kommt noch dicker. Hier wirbeln die RSVler die türkische Deckung arg durcheinander und Thomas Böhmel vollendet dann sicher aus der Mitteldistanz. Der amtierende Meister stellt Galatasaray Istanbul immer wieder vor unlösbare Probleme. Die Türken können weder das Passspiel unterbinden, noch das Penetrieren in die Zone. Hier ist es allerdings Böhme, der nach sehenswertem Passspiel wiederum aus der Mitteldistanz trifft. Und in der Offensive müssen die Türken jetzt immer wieder Würfe in Zeitnot nehmen. Und die trifft dann auch ein Filipski nicht immer. Den Fastbreak kann dann Mikey P. schon fast gemütlich vollenden. 32:24 steht es 5 Minuten vor der Halbzeit. Und Mikey P. legt nach. Hier aus der Distanz, aus der er bei 4 Versuchen 3-mal trifft. Mit über 66% Trefferquote bei 31 Punkten wird Mikey P. klar Topscorer des Abends. Aber auch ein Steve Cirio trifft aus der Entfernung. Ansonsten glänzt Steve Cirio natürlich immer wieder als Vorbereiter. Hier mit artistischem Pass zu Pay. Wir lassen die Szene mal weiterlaufen, denn sie verdeutlicht, warum der RSV mit 15 Punkten Vorsprung in die Kabine geht. Nach der Halbzeit versuchen die Türken noch einmal heranzukommen. Aber ab Mitte des dritten Viertels fehlt wohl dem Champions Cup-Sieger aus Istanbul selbst der Glaube an eine Wende in diesem Spiel. Zu sicher die Kombination bei den Lahnstädtern, zu sattelfest die Defensive, dazu die vielen erzwungenen Fehler auf Seiten der Türken und die zweite Halbzeit wird zu einem Augenschmaus für die mitgereisten Fans der Lahnstädter und für die erfolgsverwöhnten Spieler vom Bosporus zu einer bitteren Lehrstunde. Ende des dritten Viertels fügt dann auch Thomas Böhme seinen insgesamt 21 Punkten einen sehenswerten Dreier hinzu. Die Istanbuler kamen auch im vierten Viertel nur selten frei zum Wurf, wie hier Gümüş. Auf der Wetzlarer Seite durfte sich dann der Jubilar mit seinem 500. Pflichtspiel nach einer hervorragenden Leistung schon vorzeitig feiern lassen von seinen Teamkollegen. Felix Schell ersetzte ihn und hatte gleich mit seiner ersten Aktion Erfolg. Cirio passt zu Pay und der gleich weiter auf Felix Schell. So einfach kann Basketball sein. Während Dirk Köhler schon die wohlverdiente Behandlung durch die physiotherapeutische Abteilung genießen kann, fährt der RSV Landil einen auch in dieser Höhe verdienten 80:50 Sieg gegen Galatasaray Istanbul ein. Ein perfekter Start ins Turnier.